Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute werden wir mal tief in den Morast des Universums eindringen. In die Komposthaufen sozusagen. Da, wo es richtig gärt und brodelt. Na, brodeln tut es nicht, dafür ist es eigentlich zu kalt, sondern mehr so die richtigen Dreckhaufen. Die kosmischen Recyclingmaschinen, die Recyclingbetriebe, wo also auf der einen Seite Müll reinkommt und auf der anderen Seite unter Umständen was ganz Tolles rauskommt. Zum Beispiel wir sind aus so einer Recyclingmaschine gemacht worden. Und wie das genau geht, das lässt sich natürlich nicht in einer Sendung erklären, aber so ein bisschen werden wir mal anfangen, wie so die kosmischen Würmer sozusagen durch den Komposthaufen laufen und da systematisch vorne was aufnehmen und hinten was rausschmeißen. Und die kosmischen Würmer, also diejenigen, die sozusagen die Elemente langsam verdauen und umbauen, das sind kleine, winzig kleine Körnchen, das sind gar keine Würmer. Und diese Körnchen verdunkeln das Licht. Das Licht von den Sternen. Und manchmal sieht man überhaupt nichts von den Sternen, sondern man sieht nur diese dunklen Körnchen. Und eine ganz besondere dieser Wolken, das ist der Pferdekopfnebel. Deswegen ist das Thema heute, was ist der Pferdekopfnebel? Der Pferdekopfnebel ist einer der berühmtesten Nebel, die es überhaupt gibt. Der Pferdekopfnebel, das ist er. Na? So ein schöner Pferdekopf, fast wie so ein Seepferdchen. Natürlich sieht der Pferdekopfnebel nicht so aus von allen Seiten. Aber so ist es nicht. Sondern der Pferdekopfnebel ist eine riesige Wulst, der ins interstellare Medium hineinragt. Also wenn man den jetzt von der anderen Seite angucken würde, da würde der natürlich nicht so aussehen wie ein Pferd. Vielleicht würde er aussehen wie ein Lollipop oder so, wissen wir nicht. Sondern es handelt sich hier um eine mehrere 10 Lichtjahre große Dunkelwolke. Eine Dunkelwolke. Das hat die Astronomen verrückt gemacht, eine ganze Weile. Denn da gab es Flecken am Himmel, die waren sowas von rabenschwarz, da kam überhaupt nichts raus. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also als Astronom, ne, man hält das Teleskop hoch, man freut sich, den Sternenhimmel zu erblicken, guckt irgendwo hin und es ist völlig schwarz. Wie kann das sein? Normalerweise heißt es immer, erstens, der Weltraum, der fliegt auseinander, alles expandiert, A, und B, das ist hell, da ist Licht, da sind Sterne, alles Mögliche ist da. Tja, fangen wir mal ganz von vorne an. In den letzten Jahrhunderten, da hatte man zum ersten Mal das Gefühl, es gibt Plätze am Himmel, die sind quasi sowas wie, ja, wie schwarze Kohlensäcke. Man hatte noch keine Vermutung, was das ist. Man hat erst am Anfang gedacht, da ist überhaupt keine Materie. Dann stellt man fest, natürlich, da gibt es offensichtlich ja doch Sterne in der Gegend. Warum sehen wir noch nicht mal deren Licht? Nichts davon war zu sehen. Und dann in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts hat man zum ersten Mal erkannt, dass diese Wolken sozusagen Nebel sind. Die sind eigentlich gar nicht schwarz. Die sind eigentlich auch gar keine Nebel. Wenn Sie jetzt da wären, Sie würden gar nicht merken, dass da was ist. Die Dichten sind so gering im interstellaren Medium, also in dem Raum zwischen den Sternen. Wie soll man das jetzt erklären? Also sagen wir mal, ein Teilchen pro Kubikzentimeter. Ja, das ist nicht viel. Glauben Sie mir, das sind 1 Million Teilchen pro Kubikmeter. Bei uns, hier bei uns so typischerweise, wir haben 10 hoch 23 Teilchen pro Kubikzentimeter. Also viel, viel mehr. Also wenn wir jetzt in diesen Dunkelwolken stecken würden, wir würden nichts davon mitkriegen. Trotzdem verdecken diese Dunkelwolken aber das Licht von den Sternen. Wie kann das sein? Nun, Dunkelwolken sind sehr groß. Das heißt, das Licht von den Sternen wird durch irgendetwas verdeckt. Was ist das? Tja, Staub. Dreck, Müll. Staub. Einfach Staub. Jetzt werden Sie sagen, was redet der Mann von Staub? Ist doch gar nicht so interessant, Staub. Sie werden sich noch wundern. Staub gehört heute für die Erforschung des interstellaren Raumes zu den allerwichtigsten Ingredienzen, zu den allerwichtigsten Einzelheiten im interstellaren Medium. Die Staubteilchen, die in diesen Wolken sind, wie zum Beispiel im Pferdekopfnebel, das ist ungefähr so groß wie der Staub von vom Zigarettenqualm. Das ist ungefähr so die Größe. Also winzig kleine Teilchen, von denen es jede Menge gibt und die das Licht verdecken. Wo kommt dieser Staub her? Fangen wir ganz von vorne wieder an. Jetzt gehen wir ganz an den Anfang. Im Urknall, ne, da ist ja das Universum entstanden, auseinandergeflogen und so weiter. Im Urknall entstanden aber nur Wasserstoff und Helium. Bisschen Lithium, gut, aber kann man vergessen. Ja, wo kommen denn die anderen Elemente her? Denn Staub
Diese Staubteilchen, das ist ja irgendwie so. Was wird da drin sein? Ne? Silizium, das ist die Halbleitersache. Eisen, Eisenoxide, Siliziumoxide, vielleicht ein bisschen Magnesium. Daraus besteht Staub, so wie wir ihn kennen. Und der Staub, der da oben in den Dunkelwolken drin ist, funktioniert genauso, wie wir noch sehen werden. Wo kommen die Elemente her? Sie wissen es schon längst, von den Sternen. Die schweren Elemente werden nämlich in den Sternen erbrütet. Also wenn das Universum jetzt anfing mit Wasserstoff und Helium, dann waren die ersten Sterne diejenigen, die den Staub produziert haben. Wie haben sie das gemacht? Nun, die ersten Sterne waren riesengroß. Also wir wissen nicht genau, aber sie waren viel, viel größer als die Sonne zum Beispiel. Wahrscheinlich 100-mal größer. Und solche großen Sterne, nun, die zünden ihre Lebenskerze von beiden Seiten an. Die verbrennen ihren Brennstoff wahnsinnig schnell. Also Gott, sind wir großzügig, 10 bis 100 Millionen Jahre sind die passé. Jetzt unsere Sonne zum Beispiel, 10 Milliarden Jahre. Ist ein ruhiger Stern, es geht ihr übrigens gut, auch wenn sie neulich ausgebrochen ist. Keine Bange, der Sonne geht's gut. Sie ist im guten Zustand. Danke der Nachfrage. Nun, diese großen Sterne, diese ersten Sterne, verbrannten also schlagartig förmlich. Ihren inneren Wasserstoff und Helium verbrannten sie zu großen, schweren Elementen, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff bis hin zum Eisen, explodierten und warfen dann den Müll zum ersten Mal ins Universum raus. Übrigens, man kann an der Stelle mal folgende Frage stellen. Das hat nämlich neulich einer gemacht. Das ist eine ganz neue Einsicht. Sozusagen, man kann sich fragen, wie lange muss in einer Milchstraße eigentlich Sternentwicklung vorgehen, damit genügend schwere Elemente vorhanden sind, damit wenigstens an einer Stelle ein Planet entstehen kann. Denken Sie dran, hier die Erde, nicht? Wir. Magnesium, Silizium, Aluminium, Phosphor, Eisen, ist ja alles da. Das muss ja von den Sternen erbrütet werden. Wie lange braucht eine Milchstraße, damit da genügend Metalle da sind? Da werden Sie sagen, na Gott, das ist so ein Stern, der macht doch so viel, da wird doch immer mal was übrig bleiben für einen Planet. Nee. Das ist toll. Gerade in frühen Zeiten, wenn also Galaxien ganz frisch sind, also fast nur aus Gas bestehen, dann explodieren die Sterne derartig gewaltig, dass das Gas aus den galaktischen Scheiben herausschießt. Ja? Die Galaxien verlieren die Elemente. Das Gas schießt mit 20.000 Kilometer pro Sekunde aus der Galaxis raus. Nicht ganz so schnell, am Ende hat es noch 2.000 Kilometer pro Sekunde, aber das ist viel höher als die Fluchtgeschwindigkeit. Fluchtgeschwindigkeit, Sie erinnern sich? War die Sache, wie entweiche ich von einem Planeten? Also hier bei uns, wenn ich von der Erde weg will, 11 Kilometer pro Sekunde. Wenn ich von der Galaxis weg will, muss ich 200 Kilometer pro Sekunde haben. Das heißt, diese riesigen Sternexplosionen, die warfen den ganzen Kram, den sie aufgebaut haben, am Anfang erstmal ins Weltall, im wahrsten Sinne des Wortes, also in den Raum zwischen den Galaxien. Und die Ergebnisse, die wir jetzt haben, die zeigen wieder so eine komische Sache. Also wenn die Ergebnisse wahr sind, also sagen wir mal so, wenn sie richtig sind, dann brauchte das Universum 10 Milliarden Jahre, bis genügend Metalle. Wir Astronomen reden ja bei allen schweren Elementen jenseits von Helium von Metallen. Dann brauchte das Universum 10 Milliarden Jahre. Wissen Sie, was das heißt? Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Das Universum ist 15 Milliarden Jahre alt. Na, Sie können rechnen, das würde heißen, wir gehören praktisch zur ersten Generation von Planeten. Überhaupt. Aber gut, wir wollten ja zurück zum Staub, die Staubteilchen. Ne? Also der Stern explodiert, treibt das heiße Gas raus und ja, da ist natürlich noch kein Staub. Ich meine, bei heißem Gas. Und wenn ich von heißem Gas rede, dann wissen Sie, dann meine ich auch heiß. 10 bis 50 Millionen Grad. Also das ist wirklich heiß. Da bleibt natürlich kein Auge trocken und kein Staubteilchen erhalten. Nee, das Gas kühlt sich natürlich ab mit der Zeit. Und wenn Gas sich abkühlt, wird es dichter. Dichter, kühler. Ne? Und dann sammeln sich schon mal so bei einigen 100 Grad, sammeln sich dann schon mal so 50 bis 100 Atome an und machen sozusagen ein Kollektiv auf. Also gerade so größere Atome wie Silizium, Eisen, Siliziumoxid und so weiter, die bilden dann so kleine Knüppelchen, quasi so eine Art kleines Norwegen, ne? Also völlig zerklüftet, ne? Viele Fjorde und Buchten und so weiter. Und diese Teile verhalten sich wie Festkörper. Das sind die Staubteilchen, von denen ich rede, sind so ein Tausendstel Millimeter groß. Auf diesen Staubteilchen spielt sich jetzt, ja, wie soll ich sagen, das ist so eine Art kosmische Kaffeebude. Auf der Oberfläche, auf so einer völlig verkrumpelten Oberfläche dieser Staubteilchen sammeln sich jetzt Atome an. Ne? Also das Staubteilchen fliegt ja immer noch mit hoher Geschwindigkeit durch den Raum zwischen den Sternen und sammelt jetzt so auf, was da so kommt. Wasserstoff, Kohlenstoff, schon mal ein Sauerstoffatom dabei. Und die sammeln sich an der Oberfläche an und bilden, na,
Molekül. Denn die Oberflächen sind nicht nur schön verwirbt, also wie soll man sagen, zackig, sodass sich hier mal ein Atom ansammelt und da mal ein Atom, so kleine Nischen quasi, sondern die sind auch häufig elektrisch geladen. Das ist ja was ganz Besonderes, elektrisch geladen heißt also, sind sehr anziehend, die Oberflächen. Und diese Moleküle bilden sich auf diesen Oberflächen. Naja, das dauert jetzt eine Weile, ne? Das Gas kühlt sich ab, der Staub verdichtet sich immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und immer mehr Atome können sich von außen anlagern. Immer mehr. Eine tolle Sache. Und nur gut, ab und zu, das will ich nicht verschweigen, ab und zu schlägt mal was ein. Ne? So ein Photon. Ne? Photon ist ein Lichtteilchen, also ein Lichtquant. Also ein Photon hämmert dann schon mal was aus der Oberfläche raus. Die eben sich noch gebildeten Bindungen von Kohlenstoff und Stickstoff zum Beispiel oder Kohlenstoff und Sauerstoff wird zerschlagen. Das passiert dem Staubteilchen aber nur dann, wenn es sozusagen am Rande dieser Dunkelwolke ist. Ne? Wir sind immer noch am Pferdekopfnebel. Im tiefen Innern der Dunkelwolke, des Pferdekopfnebels, da kommt gar kein Licht mehr durch. Ja, wenn da ein Licht durchkäme, dann würden wir das ja nicht als dunklen Nebel am Himmel sehen. Da kommt gar kein Licht mehr durch, das Licht kommt gar nicht mehr da rein, das wird ja alles absorbiert. Sodass sich im tiefen Innern dieser Dunkelwolken können sich immer größere und größere Moleküle bilden. Tja. Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. In diesen Dunkelwolken ist irgendwann die Temperatur so gering, dass sie unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenfallen. Und, na, klick, 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 natürlich. Die Dichte wird immer höher, die Dichte wird immer höher, die Dichte wird immer höher. Und irgendwann ist die Dichte so groß, dass die Teilchen sich aneinander reiben. Es wird heißer und es wird so heiß, dass sich im Innern dieser Dunkelwolke ein neuer Stern bildet. Was heißt das? Nun, wir haben einen Kreislauf und darauf will ich hinaus. Wir haben hier einen Kreislauf. Die Elemente des einen Sterns werden in eine Wolke gepackt und dann entsteht ein neuer Stern. Meistens entstehen ja gleich 30, 50 oder 100 große, kleine, dicke, dünne sozusagen mit ganz unterschiedlichen Lebensaltern. So, die machen wieder neue Elemente. Manche von ihnen explodieren wieder als Supernova. Ja? Und wieder wird gepumpt. Das ist wie ein großer interstellarer Herzschlag. Ja? Immer wieder, so mit einer Zeitdauer von 10 Millionen Jahren, werden Elemente ins Universum zurückgepumpt, sodass sich nach weiteren 10 oder 20 Millionen Jahren an einer anderen Stelle wieder neue Sterne bilden können. Das ist also wirklich wie ein riesengroßer Organismus, der ständig neues Blut ins interstellare Medium pumpt. Und dieses neue Blut ist sozusagen, sind die neuen Elemente, die eingepumpt werden. Und das alles beginnt in solchen Dunkelwolken wie dem Pferdekopfnebel. Heute wissen wir, wie diese Staubteilchen aussehen. Vor einigen Wochen hat man es zum ersten Mal veröffentlicht. Sie sehen aus wie Asphalt. Ja, doch. Da gewinnt Douglas Adams' Idee einer intergalaktischen Umgehungsstraße um die Erde eine ganz neue Dimension. Also wir wissen, der Staub da draußen ist ganz wichtig. Wir sind aus ihm gekommen. Und der Satz, vom Staube kommst du und zu Staube wirst du wieder werden, gewinnt natürlich angesichts solcher kosmischen Beziehungen eine ganz neue Bedeutung. Denken Sie mal drüber nach.